Hallo! Heute wollen wir euch zeigen, wie ihr den Umfang und den Flächeninhalt des Rechtecks und des Quadrats Jetzt berechnen zeichnen wir könnt. ein Rechteck mit der 2 und 5. Die Formel für den Flächeninhalt ist a mal b, und jetzt müssen wir Zahlen einsetzen. Das dann ausrechnen. Und das ergibt 10 Quadratzentimeter. Die Umfangformel ist a plus b plus a. Das B. Das dann wieder ausrechnen. Das ergibt dann 14 Zentimeter. Jetzt zeige ich euch, wie man den Umfang und dann den Flächeninhalt vom Quadrat berechnet. Ich habe jetzt a 2 cm genommen. Das ist a. Den Umfang, wir fangen an mit dem Umfang. U ist gleich a mal 4, weil es 4 Seiten sind und mit Zahlen eingesetzt, ist das dann 2 mal 4 und 2 mal 4 ist 8 Zentimeter. Jetzt zum Flächeninhalt. A ist gleich a mal a. Mit Zahlen eingesetzt ist das dann 2 mal 2. Und 2 mal 2 ist 4 Quadratzentimeter. Oh, Scheiße, kurzer Kreiswechsel. Das war's jetzt von unserer Seite und ich hoffe, ihr konntet was dazulernen.